Ja, alles in allem sind wir natürlich extrem enttäuscht. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen, waren irgendwo in der ersten Halbzeit natürlich aktiver, haben einige Corner ausgespielt, einige Freistöße von 17, 18 Meter, aber richtig zwingend durchgekommen sind wir auch nicht. Wir hätten da Chancen herausspielen müssen, aber wir waren aktiver und wollten in Führung gehen. Zweite Halbzeit haben wir kollektiver Schlaf gehabt, 10 Minuten. Wir haben das erste Tor, eigentlich ein herrliches Geschenk. Kurzer Rückpass, Pass rein, 0-1. Dann sind wir etwas durcheinander gewesen. Das 2-0 hat passt, dass er so schön ins Lattenkreuz trifft. Und dann haben wir zwar reagiert, haben die eine oder andere Möglichkeit, aber alles in allem war es zu wenig und darum haben wir auch verloren.